In diesen Urlaubswochen zeigt sich einmal mehr, der Verkehr auf der Brennerachse steigt und steigt. Beim gestrigen Tiroltag beim Europäischen Forum Alpbach haben die Landeshauptleute von Tirol, Südtirol und dem Trentino nach einer neuen Mobilität gesucht. Die Euregio-Politiker haben das Treffen in Kufstein genutzt, um mögliche Lösungen für den wachsenden Verkehr über den Brenner vorzulegen. Zuvor war das Forum Alpbach mit dem landesüblichen Empfang eröffnet worden. Schon bei der feierlichen Eröffnung zeigten die Landeshauptleute von Tirol, Südtirol und Trentino klar, beim Forum Alpbach geht es um Einigkeit und um Kooperation. Den Tiroltag haben die Führungsspitzen der Euregio heuer genutzt, um gemeinsame Lösungen für den zunehmenden Verkehr im Alpenraum anzusprechen. Wir sind Transitregion. Der freie Personen- und Warenverkehr ist zum einen etwas Gutes. Das schafft Arbeitsplätze, bringt Fortschritt und Entwicklung. Aber das bedeutet natürlich auch Belastung für die Anrainer. Und hier braucht es intelligente Lösungen. Und die kann man nur gemeinsam erarbeiten. Das eine ist die Infrastruktur, das andere sind ordnungspolitische Maßnahmen, die wir setzen müssen. Und wir wollen heute bei diesem Tiroltag in Alpbach auch hier aufzeigen, was wir inzwischen erarbeitet haben. Die Einführung des sektoralen Fahrverbotes in Tirol hat bisher nicht die gewünschte Eindämmung des Verkehrs erreicht. Über 2 Millionen Lkw werden voraussichtlich bis Jahresende über den Brenner fahren. Das sind 5% mehr als im Vorjahr. Mit Maßnahmen wie Blockabfertigungen, Obergrenzen oder erhöhte Mautgebühren könnte der Transitverkehr künftig eingedämmt werden. Andererseits werden wir auch die verschiedenen Mobilitätsmöglichkeiten eruieren im Zusammenhang mit Elektromobilität. Was ist notwendig im Zusammenhang mit der Infrastruktur? Was brauchen wir, damit die Elektromobilität in den nächsten Jahren in der Europaregion Tirol wachsen kann? So gibt es also sehr viele Themen. Wir werden hier die Kooperation in den Vordergrund stellen, nicht den Konflikt. Das Trentino lädt im September zu einem Verkehrsgipfel. Dann sollen die in Alpbach diskutierten Maßnahmen festgelegt werden und die Europaregion kann wieder stärker werden.